Ja, ich bin die Anna. Ja, ich finde eigentlich, dass ich ein ganz vielseitiger Mensch bin. Ich habe viele Interessen, ich habe viele Freunde. Eigentlich stimmt alles so in meinem Leben, aber ja, was soll ich sagen, mit einem Partner wäre es schon schöner. Und überall sind Pärchen um mich rum. Was soll ich denn machen? Und ich war schon so oft verliebt, aber irgendwie klappt's nicht. Überall Pärchen. Was anderes sehe ich schon gar nicht mehr. Ja, jetzt bin ich auf so einem Partnerportal gelandet und jetzt gucke ich mal. Also, was wollen die wissen? Begriffe, Eigenschaften, heiter. Nee, unkompliziert. Das ist gut. Ja, zärtlich. Ja. Macht mir natürlich schon Hoffnung, aber andererseits, keine Ahnung, irgendjemand Anonymes. Mal schauen. Wenn man sich in einem Partnerportal registriert mit dem Ziel, einen Lebenspartner zu finden, dann füllt man zuallererst einen Persönlichkeitsfragebogen aus. Aus diesen Antworten werden mit Algorithmen die Persönlichkeitsmerkmale generiert. Als Resultat erhält man einen Überblick über die eigene Partnerschaftspersönlichkeit. Mit weiteren Algorithmen werden zu dieser Persönlichkeit dann die Partnervorschläge erstellt. In der Partnervermittlung werden eben auch Messdaten erhoben, Massendaten erfasst. Das Bild wird einfach immer komplexer und immer vollständiger. Das hier über den Menschen entsteht, es entsteht sozusagen ein digitaler Zwilling, ein virtueller Zombie, so nenne ich ihn gerne, weil wir ja keine Ahnung haben, wie sehr dieses virtuelle Abbild von uns tatsächlich an der Realität hinanreicht. Und das Problem ist eben, dass wir im Hintergrund bei den Partnerportalen, egal wo, bei den Partnerportalen, bei den sozialen Netzwerken, bei Versicherungen klassifiziert werden, geprofiled werden. Diese Unternehmen verhalten sich im Grunde genommen so wie früher nur die Polizei.